An der Unfallstelle verstorben ist am Samstag ein 56 Jahre alter Autofahrer, der gegen 11.30 Uhr auf der Sandhofer Straße frontal mit einer entgegenkommenden Straßenbahn zusammengestoßen ist. Zur Unfallzeit war der Zug der Linie 3 von Sandhofen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Etwa in Höhe der Haltestelle Zellstoff prallte der stadtauswärts fahrende Audi-Fahrer gegen den rechten Bordstein und schleuderte anschließend mit so großer Wucht nach links gegen die entgegenkommende Straßenbahn, dass diese fast zur Hälfte aus den Schienen sprang und ihrerseits nach rechts von der Fahrbahn abkam. Und dann hat die Bahn ausgehebelt. Das führte dazu, dass das vordere Drehgestell aus den Schienen gesprungen ist. Die Bahn hat den Wagen zurückgeschoben und ist dann am Ende der Haltestelle mit dem vorderen Teil zur Seite ausgeschwenkt. Eine Bahn wiegt etwa, je nachdem wie viele Fahrgäste drin sind, 40 bis 50 Tonnen. Trotz Einsatz des Notarztes verstarb der Autofahrer noch an der Unfallstelle. Die Sandhofer Straße musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der nicht mehr fahrtüchtigen Straßenbahn sowie des völlig zerstörten Pkw mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. In der Straßenbahn wurden drei Fahrgäste verletzt. Der 62-jährige Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde von Notfallseelsorgern betreut. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Warum der 56-jährige Fahrzeugführer plötzlich die Kontrolle über den Audi verlor, ist zurzeit völlig unklar. Eine Obduktion soll klären, ob er möglicherweise vor dem Crash gesundheitliche Probleme hatte.